Wenn Andrea Protzler und Josef Kainz über diese Stilllegungsfläche hinter ihrem Haus gehen, sind sie immer noch sauer, dass sie die Blühfläche hier platt machen mussten. Stilllegungsflächen hat die EU ursprünglich eingeführt, um der Umwelt Gutes zu tun. Mindestens 4% seiner Fläche muss ein Landwirt stilllegen, damit er für seinen ganzen Betrieb zwischen 170 und 300 Euro Flächenprämie pro Hektar bekommt. Josef Kainz hatte hier 2021 eine Blühmischung eingesät. Da waren Schmetterlinge tatsächlich unterwegs und es war gesummt und gebrummt. Manchmal war das richtig laut und das hat mich unheimlich gefreut. Und wenn ich jetzt das so sehe mit den Traktorspuren da dazwischen, da bin ich wirklich total traurig. Andreas Ehemann Josef Kainz musste im November mulchen. Mulchen bedeutet mähen, die Pflanzen häckseln und das Kleingehackte auf der Fläche liegen lassen. Er bezweifelt, dass das sinnvoll ist, aber es war eine EU-Vorschrift. Zur Vorgeschichte: Im November bekam Josef Kainz wie viele andere Landwirte auch eine Mail, dass mit einigen seiner Flächen etwas nicht in Ordnung sei. Früher hat der Prüfdienst der Landwirtschaftsverwaltung stichprobenartig geschaut, ob die Bauern ihre Vorgaben für Stilllegungsflächen einhalten. 2022 wurde das zum ersten Mal satellitengestützt automatisch festgestellt. Problematische Flächen waren orange eingefärbt. Dann habe ich im Weiteren eben gelernt, dass die sogenannte Mindesttätigkeit nicht erfüllt wurde. Die EU verlangt also, dass man irgendwas macht mit der Fläche, dass man die mulchen muss in dem Fall. Und das fand ich dann eigentlich sehr schockierend, dass das Prinzip ist also, man kann fürs Nichtstun kein Geld bekommen. Ich muss die Fläche mulchen, obwohl das natürlich großer Blödsinn ist. Und den ganzen Vorgang empfinde ich eigentlich als eine ziemliche Zumutung. Ortswechsel. Landwirtin Monika Klostermeier hatte dasselbe Problem. Sie hat einen Vogelspleen, wie sie von sich selber sagt, und 70 Schwalbennester an ihrer Scheune. Klar, dass sie auch ein Herz für Rebhühner hat. Bereits im August hatte sie angefangen, diese Stilllegungsfläche zu mulchen. Aber dann hat sie vom Schlepper aus ein Rebhuhn mit vielen kleinen Küken entdeckt. Ich hab dann sofort aufgehört, bin heimgefahren, hab meine Maschine abgehängt und hab beschlossen, dass ich diese Fläche nicht mehr anrühre oder nicht mehr bearbeite, damit die Vögel einfach ihre Ruhe haben. Doch im November hat auch sie die Nachricht bekommen, dass die Fläche orange ist und sie sie fertig mulchen muss. Dann hab aber ich gesagt, auch zum Sachbearbeiter, das mache ich nicht, weil das einfach eine Deckungsfläche ist fürs Rebhuhn und wir jetzt eigentlich da in unserem Gebiet wieder froh sind, dass wir jetzt wieder Rebhühner finden, die ja jetzt jahrelang gar nicht mehr zum Sehen waren. Dann war die Auskunft vom Landwirtschaftsamt, ich muss aber dann im Landratsamt bei der unteren Naturschutzbehörde und beim Landschaftspflegeverband wiederum eine Ausnahmegenehmigung erteilen lassen, dass ich das ein Jahr lang stehen lassen darf. Aber nächstes Jahr muss alles dann gemulcht werden. Monika Klostermeier hat sich die Mühe gemacht, die Anträge gestellt und die Ausnahmegenehmigung bekommen. Die gibt es immer dort, wo besonders wertvoller Lebensraum entstanden ist. Viel zu aufwendig findet ihr Berufskollege Josef Kainz das. Und? Eine Ausnahmegenehmigung hilft eigentlich nicht wirklich, weil dadurch kann man den Vorgang, dieses unnütze Mulchen, nur um ein Jahr verzögern. Ich würde mir da wirklich wünschen, dass man uns Bauern zutraut, dass wir auch selber ein bisschen wissen, was sinnvoll ist, was ökologisch auch geboten ist. Der Wildlebensraumberater für den Landkreis Straubing-Bogen, Hans Laumer, unterstützt die Landwirte. Aber in Sachen Mindestbewirtschaftungsgebot für Stilllegungsflächen kann auch er nur wenig helfen. Wenn wir so Ausnahme erteilen, ist meine Empfehlung immer, wir teilen die Fläche in zwei Hälften. Mulchen in diesem Jahr die eine Hälfte, Ausnahmegenehmigung für die zweite Hälfte, die bleibt dann stehen. Und nächstes Jahr messen wir das dann umdrehen, dann messen wir das Mulchen, was wir heuer stillassen haben, brauchen wir wieder Ausnahmegenehmigung für die andere Hälfte, können wir dann diese Hälfte stillassen, die wir jetzt im heurigen Jahr gemulcht haben. Aber grundsätzlich können wir um diesen Antrag, um diese Ausnahmegenehmigung nicht herum, weil es grundsätzlich geboten ist, diese Mindesttätigkeit auszuführen. Denn es soll nicht heißen, die Bauern bekommen von der EU Geld fürs Nichtstun. Das Gebot der Mindesttätigkeit bleibt deshalb auch weiterhin erhalten. Obwohl im Januar eine neue Agrarreform in Kraft getreten ist,
mit vielen neuen Öko-Regelungen. Halt, stopp mal, ich hab noch was. Unseren YouTube-Kanal könnt ihr natürlich abonnieren, aber schaut auch mal rein in die ARD-Mediathek. Da gibt's noch mehr Videos von uns und komplette Unser-Land-Sendungen. Und da gibt's natürlich auch noch viel, viel mehr.